Grüezi, Servus und Hallo hier von eurem Jan zu einem neuen Video. Heute ein ganz spezielles Video. Ich wollte euch mal meinen guten Kollegen vorstellen, den ich jetzt schon seit ein Jahr habe. Ziemlich, ziemlich unverhofft ausgesucht durch die Leni und die Jay, dem Hund vom Ronny. Das ist der Ronny, ich begrüße dich nochmal hier auf unserem Naturpfad. Ja, hoi. Das Thema heute ist die Armut. Der Ronny ist, wie soll man das richtig ausdrücken? Sozialempfänger. Ein Sozialempfänger in der Schweiz. In Deutschland wird es wahrscheinlich Hartz IV heißen. Richtig. Ich wollte euch mal ein bisschen was rübergehen, wie der Ronny so seinen Tag erlebt, was für Mittel er zur Verfügung hat und was ihm wirklich auf dieser Welt hält. Weil man ist ja wahrscheinlich doch ein bisschen ausgegrenzt, könnte ich mir vorstellen. Ja, das ist so. Hauptsächlich unter der Woche, oder? Weil die meisten arbeiten, so der Kollegen wie du auch. Und das, was ich jetzt im Moment habe, ist Jay, wo ich kann laufen kann, in der Natur. Und das ist eigentlich schon das, was mich am Leben hält. Zwischendrin gehe ich auch mal einen Kaffee nehmen. Dort ist es halt oft so, dass ich nicht zu viel Kaffee trinken kann innerhalb von einem Monat. Weil ich eben aufs Geld muss schauen, oder? Da stellt sich mir natürlich die Frage, wie viel Geld hat denn jemand zur Verfügung, der Sozialhilfe empfängt? Fangen wir erstmal mit dem Monetären an, Ronny. Du, das ist ganz einfach gesagt. Du hast einen Grundbedarf, das heisst, alles was für Lebensmittel, Kleider, für den Hund, für Schuhe, Putzmittel, all das, sind es 986 Franken. Wobei, da muss ich schnell etwas ergänzen, weil rein für die Wohnung dürftest du jetzt hier bei uns in unserer Gemeinde 950 Franken inklusive haben. Also das heißt, weil ich stelle mir das jetzt gerade so vor, 950 Franken, das reicht ja hinten und vorne nicht, wenn man sieht, du wohnst in Windisch, ne? Da sind die Mieten ja im Grund, sage ich mal, im Schnitt über 1000 Franken. Wie wollen wir das machen? Ist so, ja. Sie zahlen mir auf die 950 Franken die Wohnung. Der Rest geht vom Lebensunterhalt weg. Das heisst, ich habe so gesehen dann noch weniger. Du musst eben auch schauen, dass Jay da, gell, dass ich mitfinanzieren kann. Ich habe durch das, dass ich ein Gespräch hatte mit der Sozialberaterin, ist es eben so, dass ich jetzt noch zu Caritas gehen kann. Einmal in der Woche, das ist immer am Mittwoch eigentlich. Und dort musst du einen Franken abgeben. Und dann hat es halt auch das, was es hat dort. Kannst du jetzt sagen, was bleibt dir am Ende noch übrig? Dann vielleicht mal so eine Reise zu unternehmen irgendwo hin? Das kannst du vergessen. Geht überhaupt nicht. Weil jede Reise, die ich mache, muss ich selber zahlen. Das heisst, wenn ich auf sagen wir jetzt auf Wallisellen gehen. Ja. Das kostet mich über 20 Franken. Hin und retour. Oh ja. Ja. Das ist ja dann schon ein Problem, wenn du, wie sagst du, 950 Franken zur Verfügung hast. Ne? Ja, richtig. Ja, meine Lieben, Ronny ist einer von, ich glaube, vom Bundesamt für Statistik von 722.000 Leuten, die von Armut betroffen sind. Und wenn mich nicht alles täuscht, sind wann zählt man denn eigentlich unter Arm hier in der Schweiz? Es ist dann, wenn es unter 2240 Franken im Monat Einkommen zur Verfügung hat. Ja, Ronny, ich danke dir erstmal, dass du so offen bist und darüber reden kannst. Mich würde natürlich noch interessieren, wie rutscht man in solche in so eine Lage, meinst du? In solche Lage ab, ja. Ja, du musst dir vorstellen, ich habe Depressionen bekommen wegen der Scheidung. Mhm, also von meiner ersten, muss ich es so sagen, wie das zweite Mal geschieden ist. Ich habe drei Kinder, die sind jetzt unterdessen erwachsen. Aber da ist jetzt kein Unterhalt mehr zu zahlen, oder? Nein, eigentlich schulde ich ihnen noch, weil ich ja nicht mehr arbeiten kann seit dem 17. Dort hat die Firma, weil ich ja nur noch 50% und Depression und allem, was ich hatte, haben sie mich dann eigentlich entlassen. Sie haben zwar gesagt, ja, umstrukturiert, stimmt auch, weil die Firma hat kein Geld mehr gehabt. Das habe ich hier schon gemerkt als Logistiker. Dann haben sie mich im Januar 2017
seit hier bin ich jetzt eigentlich arbeitslos. Ja, aber jetzt, wenn ich dich jetzt so angucke, du hast dich ja irgendwo organisiert im Leben, ne? Also, ja, ist so. Ich, ganz, ganz starke Beziehung natürlich zum Hund. Das ist ungefähr auf derselben Ebene wie bei mir. Ja, ich ja zu meiner Leni, er zu seiner Jay. Es ist so ein Tier im Leben, das gibt natürlich so wie der beste Freund. Ne? Ja, es ist das Einzige, was mir jetzt eigentlich noch geblieben ist, wo, ja, wo mich quasi auch am Leben erhaltet. Sicher du als mein Freund auch, wenn wir uns treffen. Aber vielfach bin ich ja gleich allein daheim. Ja, ich bin da in einer Freikirche, wo mich eigentlich mit offenen Armen empfangen haben. Da sind ein Haufen Schwarze, wenn ich sie so sagen darf. Oder Dunkelhäutige. Ich will da niemandem näher treten. Aber die haben mich mit offenen Armen empfangen. Es ist so ein schönes Gefühl, wenigstens mal an einem Sonntag unter Leute zu kommen, weil ich, ja, es langt mir sonst einfach nicht. Und da haben sie auch für Kinder Spenden gesucht. Und ich habe wirklich, bin in Führung gegangen und gesagt zum Referent, hey, schau, das ist mein letztes Geld, aber das gebe ich für Kinder gern. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr das seht. Seht ihr das genauso wie ich, dass die Leute, die Geld haben, nichts oder nicht bereit sind, irgendwas zu geben? Und die Sozialhilfeempfänger, die geben natürlich ihr letztes Hemd noch irgendwo. Was ich noch wissen will, was gibt es eigentlich hier in der Schweiz für eine Auflagen, dass du dieses Geld weiterhin bekommst? Musst du irgendwas erfüllen? Oder? Ja, ich muss jeden Monat mindestens 6 Bewerbungen abgeben, dass ich das Geld bekomme. Sonst wird es oft zurückgesetzt oder ganz weggenommen. Und wie sieht es dann aus mit den Bewerbungen? Ja, ich mache natürlich seit dem 17. Bewerbungen und nicht nur 6. Oder? Es sind dann schon im Monat ca. 20 bis 30, wo ich mich bewerbe auf Sachen, die ich eigentlich gelernt habe. Ja. Auch auf Sachen wie beispielsweise Reinigung oder als Chauffeur mit einem Büsschen. Nur dort muss ich heute sagen, durch meine Krankheit, die ich habe, weil ich, ja, man ist immer ein bisschen depressiv, das muss man schon sehen. Aber würde es dir vielleicht nicht besser gehen, wenn du mal rauskommst? Und, ja, sicher. Und genau, das sehe ich doch auch. Du musst unter die Leute und ich auch heute unser Spaziergang hier. Ich spüre das richtig, wie das dir gut tut. Ne, ja, irgendwo. Das ist genau das. Ja, und liebe Leute, das ist, was hast du gelernt? Zwar ist das Werkzeugmaschinist richtig drehen gsi, also Spitzendrehbank. Ja, ja. Heute muss ich sagen, ich könnte nicht mehr drauf arbeiten, weil alles noch mehr gestürzte Maschinen sind. Ich habe dann aber eine Weiterbildung gemacht als Logistikfachmann. Nicht abgeschlossen, weil es mir nicht gut gegangen ist in dieser Zeit. Es war genau die Zeit, in der meine erste Ex-Frau mich eigentlich wirklich wortwörtlich aus der Wohnung geschossen hat. Dann würde mich noch interessieren, was würdest du gerne machen? Wo blühst du auf? Was macht dir so richtig Spaß? Außer der Jay natürlich, das ist klar. Also, wir können ja jetzt vielleicht keinen Hundesalon gründen oder ein Tierheim, irgendwas. Was macht denn dir sonst noch so Spaß? Also was mir Spaß macht, ist, wenn ich kann zeichnen, sei es jetzt mit Bleistift oder mit Kohle. Oder was ich auch wirklich ganz gerne mache, was mich aber auch beruhigt. Wo mich eigentlich aus dem Zeug rausholt, aus den schlechten Gedanken, ist das Malen. Ja. Also ich mache Acrylmalerei. Das ist eigentlich das, was ich gerne mache. Und hast du jetzt vielleicht was da, was ich mir mal angucken könnte? Ja, so? Sicher. Ich habe daheim auf einer Staffelei ein fertiges Bild. Und zwei Bilder, die ich schon fertig habe, habe ich auf die Seite gelegt zum Trocknen. Das andere ist jetzt, das ich fertig gemacht habe, bevor du gekommen bist, ist noch auf dem Tisch. Den Tisch habe ich natürlich in Plastik drüber. Das Plastiktisch durch, sonst wäre es ja nicht gut. Aber, das können wir gerne anschauen. Aber ich sag mal, so ein neues Business jetzt zu schaffen, ist ja auch schwierig, weil man muss ja dann irgendwie erstmal die Kohle haben, um dort das, ich sag mal Farben, ich kenne mich jetzt nicht aus, ich bin nicht so der Maler. Das ist wirklich so.
Und ich bin eigentlich immer darauf angewiesen, auf Kollegen, die dann so gütig sind, mir vielleicht wieder mal eine Farbe kaufen oder mir das Geld dazugeben für die Utensilien. Ich meine auch nur schon eine Leinwand oder das Papier dazu. Das sind alles finanzielle Sachen, ja, die dann nicht immer so einfach sind. Mhm. Das ist ja so. Ja, also ich würde sagen, liebe Leute, wir brechen das jetzt, oder wir genießen jetzt erstmal noch hier die schöne Abendsonne und treffen uns dann bei dir in der Wohnung wieder. Was hältst du davon? Kein Problem. Und dann würde ich gerne mal die Bilder sehen und dann schauen wir mal, was da Ronny so Schönes hat. Ne? Der Künstler Ronny, mal was anderes. Ja. So Ronny, da bist du. Zeig mal her, was hast du denn jetzt? Also ich habe jetzt auf zwei Bilder gebracht. Mhm. Eins, das ich gemacht habe, bevor es mir gut gegangen ist. Das wäre das, das kannst du gerne mal anschauen. Das ist mit Struktur. Ja, also das kommt jetzt vielleicht in der, von der Weite der Kameraeinstellung jetzt nicht. Ja, vielleicht sieht man das so aus da. Schön strukturiert, ja, so goldig, finde ich. Ja. Ja, es ist so und metallig. Jetzt sage ich mal so, wenn man jetzt das vergleicht von heute, ne, hast du gesagt? Ja, das ist für heute. Von heute sogar extra für den Dreh. Und dann das von ein paar Jahren, von wann? Das ist etwa vor 5 oder 6 Jahren. Ja, da sieht man schon, mit den Farben wird gespielt. Hier sind mehr die Helmfarben, so das Kraftvolle, das Rot mit drin. Und da ist es jetzt nicht dunkel, aber dunkel auf jeden Fall. Und ein bisschen ja, düster auch nicht. Aber es ist schon, ne, als wenn die Seele spricht, richtig? Das ist so, ja. Genau, aber sehr schön, ja. Was haben wir noch Schönes? Ich habe hier von einer Kollegin, die mit mir in der Kirche ist, habe ich mal für sie ein Bild gemacht. Das ist jetzt nur Kopie davon, weil das Bild habe ich ihr auf den Geburtstag geschenkt. Also Kopie, was? Kopie? Also hast du nochmal gemalt oder was? Das ist nein, das ist Kopie vom Farbdrucker. Aha, okay. Perfekt, ne? Super. Ja, also Porträtmalerei ist auch dein Ding, Ronny, ja. Einwandfrei. Ja, da würde ich mal sagen, er hat natürlich noch viel, viel mehr. Wenn euch das interessiert, schreibt ihn an oder schreibt mich an und ich werde euch das nochmal in einem anderen Video präsentieren, was er da noch hat. Ich nehme auf jeden Fall was mit. Ich bin nämlich ein Freund von Yin und Yang und das nehme ich mal mit. Ja, jetzt haben wir auch da ein größeres Yin und Yang, das du dann eigentlich dir schon ausgesucht hast. Ja, okay. Und im Fall, wenn es jemand interessiert, ich bin auf dem Facebook und zwar unter Ronnys Bildergalerie. Mhm. Also Ronnys Bildergalerie, da sind dann auch alle zu finden? Dort sind alle zu finden, die ich bis jetzt gemalt habe. Habe natürlich aber nicht mehr alle da. Gewisse habe ich verschenkt, weil A habe ich den Platz nicht. Und ich, durch das, dass ich in der Kinderwohnung gekommen bin, habe ich es dann halt an Kollegen und Freunde verschenkt. Ja, das ist doch mal was. Aber verschenken, du machst dir die Mühe, Ronny. Ja? Du kaufst die Farben, du investierst deine Zeit, machst wunderschöne Bilder. Ich, wie gesagt, habe mir das Yin und Yang in Rot gekauft. Vielleicht könnt ihr den Ronny unterstützen, dass er in seiner kreativen Phase oder in seiner Kreativität gefördert wird. Weil man sieht anhand den Bildern schon und anhand seiner Laune, das ganze Jahr war ich mit ihm jetzt zusammen und habe ihn begleitet, man merkt schon, wie er aufblüht. Und ich unterstütze ihn, wo ich kann. Und vielleicht habt ihr Lust, ihn auch zu unterstützen. Jetzt habe ich noch eine Frage an den Ronny. Dann sind wir schon fast am Ende. Ronny, was wünschst du dir? Hast du noch irgendwelche Wünsche? Groß, klein? Ja, es ist eigentlich kein großer Wunsch. Mhm. Aber es ist ein teurer Wunsch, muss ich so sagen. Oh, also vor allem für mich. Es ist ein Elektro-Trotti, wo ich von da aus nicht ewig müsste zum Arzt runterlaufen, weil das braucht fast eine halbe Stunde. Mhm. Und von dem her wäre ich eben froh, könnte ich da runterfahren und dann wieder heim. Okay, und was für einen Betrag sprechen wir da jetzt so? Das ist zwischen 480 bis 500 und mehr. Okay. Aber mir würde ein einfaches lange, wo eben so um die 500 Franken. Also da muss ich sagen, der Ronny hat kein Auto, die öffentlichen Verkehrsmittel sind teuer für ihn und dass er seine Erledigung machen kann und auch zum Arzt kommt. Ronny,
Von mir hast du schon mal 50 Franken sicher. Ha? Danke. Alles klar. Und wenn ihr ihm auch was Gutes tun wollt, schreibt mich an. Und vielleicht können wir ihm diesen Monat den Wunsch eines neuen, jetzt sind wir wieder beim Schweizerdeutsch, i-Trotti, erfüllen. Ich glaube dir. Könntest du überhaupt noch was dazu steuern jetzt? Ist ja, wenn ich jetzt ja so Ende des Monats, ne? Da muss ich ganz ehrlich sein. Nein, ich habe mir heute ein Golo geleistet, also eine Gucki-Büchse. Und das mit meinen letzten 10 Franken, das heisst, ich habe jetzt noch 7 Franken im Sack. Also ich nehme mal an, du bist wieder in unserem Stammlokal gewesen. Ja, richtig. Ja. Da haben wir uns ja auch getroffen vor genau einem Jahr, oder besser gesagt, die Hunde sind ja da aufeinander gekommen. Ne? Das war auch ein einschneidendes Erlebnis für mich. Und ja, für mich auch, weil ich habe ja dann Jay auch rausgelassen und bin jetzt gegangen eigentlich für eine Pizza geholt. Mal zwischen ihnen mir etwas zu leisten, weil das geht auch nicht immer, ich muss also auch dort sparen. Dann hast du mich gefragt wegen der Jay, wie alt das ist, was für eine Rasse. Und danach haben wir eigentlich so angefangen zu schwätzen miteinander. Und dann habe ich gedacht, ja komm, wenn wir schon am Schwätzen sind, dann sitze ich zu euch zu. Ja, und so war das damals gewesen. Und ich hoffe, es geht auch noch weiter. Ja, ich hoffe es auch. Mein Guter. Lieber Ronny, es war schön, dass du heute so offen mit mir drüber geredet hast. Das ist für mich nicht selbstverständlich und für viele andere auch nicht. Ne? Das ist eine Situation oder ein Thema, wo ich sagen muss, der Schweizer immer versucht wegzudrücken. Und ja, es ist aber so, wie es ist. Wir hoffen, dass der Ronny vielleicht mit seinen Bildern ein bisschen mehr aufgeht, ne? Dass das Anklang findet. Oder dass jemand ihm einen Job noch anbietet. Ronny, hast du noch was zu sagen? Ja, was ich dazu kann sagen, ja, du hast recht, es sind viele, die sich hinter dem Sozialdienst verstecken und das nicht preisgeben. Und ich finde einfach, wieso soll ich das nicht sagen? Es ist nicht mein Verschulden. Ich bin auch nicht einer, der gerade Bier trinkt oder Drogen nimmt. Sondern ich wollte ja eigentlich wieder arbeiten. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ja, mindestens einmal die Woche.